Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir starten jetzt in den neuen Tag, gehen einkaufen, füllen unsere Regale. Kann schon nicht mal reden. Öl ist teurer geworden. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, dann machen wir 5,60. Ich glaube, mit so 20 Cent drüber ist, glaube ich, ganz okay. Jetzt füllen wir wieder unser Lager, also Lager in Anführungsstrichen, und bezahlen Rechnungen. Nicht vergessen. Okay, also. Nudeln. Dreimal. Mehl dreimal, Müsli zweimal, Toast zweimal, jetzt sind wir schon wieder bei 10. Puderzucker einmal. Und Öl mache ich drei. Jetzt stapeln wir wieder. Mal dran denken, erst die vollen Kisten. Kann ich eigentlich. Kann die tatsächlich noch ein bisschen hier so hinpacken? Ja gut, macht jetzt nicht so den Riesenunterschied. Aber fürs Gefühl. Hier haben wir Müsli. Müsli. Ich ziehe mich ein bisschen da. Oder drückt mich ein bisschen davor, jetzt schon eine neue Produktlizenz zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich da schon für gewappnet bin. Ob ich mir das zutraue, das ist doch dann. Muss ich wieder alles umsortieren. Und ich glaube, dann reichen auch die Regale nicht, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, wenn wir dann pro Artikel einfach machen, geht das schon, aber ich weiß halt nicht, da war doch Käse dabei. Muss Käse nicht gekühlt werden? Oder ist das in dem Spiel hier anders? So, Nudeln müssen wir auch noch auffüllen. Ah, da weiß ich gar nicht, ob Nudeln reichen. Ich davon drei. Ah, okay. Ich glaube, mit drei kommen wir hin. Habe ich gut bestellt, habe ich mitgedacht. Okay, Müsli haben wir genug.
Ich weiß jetzt nicht wegen Puderzucker. Da muss ich halt jetzt nochmal Versandkosten bezahlen. Ah, okay, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Aber dann ist hier ein bisschen mehr Platz für das Lager. Sieht auch überhaupt nicht doof aus für die Kunden. Ah, ich habe genau 222 Dollar und 22 Cent gerade. So, hier geht es ja nicht mehr durch. So, der Laden ist auf. So strömt herein. Ich habe gute Ware zu verkaufen. Ich mache mal das Licht jetzt schon an. Ich bin mal gespannt, ob das dann mehr kostet. Wir zahlen immer 2 Dollar irgendwas für die Steuer, für Ansteuern und dann irgendwie noch 20 Dollar Miete. Gucken mal nach dem Tag. Sie kommen. Ja, gut, dass ich Puderzucker nachgeordert habe. Den Preis fürs Öl hatte ich angepasst, oder? Ich hoffe. Zahlen alle mit Karte. Doch nicht. Alle. Ja. Also wir sind schon Supermarkt Level 5. Tatsächlich, aktuell geht es relativ schnell im Levelanstieg. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann ein bisschen verlangsamen. Aber ja. Bin gespannt, wie das dann wird, wenn der Laden wächst. Also, wenn wir noch mehr Produkte haben. Und ja. Die Dame ist auch regelmäßig bei uns einkaufen. Ich glaube, die ist gern hier. Die alle auf die Knie gehen, wenn die ans Öl wollen. Dreißig, Dankeschön. Dankeschön. 22,80. Ist jetzt leer? Oh, Großeinkauf. Wo habe ich denn jetzt? Dollar. Ich sag immer Euro. Ihr wisst schon, was ich meine. Bisschen Öl. Sehen.
Vielen Dank. Kommen Sie gerne wieder. Erzählen Sie Ihren Freunden, dass ich meinen Laden eröffnet habe und man hier richtig viele Produkte bekommt. Oh, die kauft aber auch viel. Und die hat so einen Spleen wie ich, die kauft alles zweimal. Tatsächlich, wenn ich einkaufen gehe mit meinem Bruder oder so, ist das schon ein bisschen ein Running Gag geworden, weil ich immer alles zweimal mitnehme. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zwang, den ich habe. Ja, Öl. Könnte ich vielleicht gleich nochmal nachfüllen. Ich mag Kunden, die mit Karte zahlen. Muss ich nichts an Wechselgeld rausgeben. Toast geht langsam zur Neige. Sie kauft auch viel. Ich will gar nicht wissen, wenn man einen riesen Laden hat, wie viel dann auf dem Kassenband steht. Müsli. Jetzt kommen die ganzen Geschäftsmänner. Abends um 9 haben die auch endlich Feierabend. Okay, das ist schon wieder um 9. Ist hier noch jemand auf dem Weg zu uns? Nee. Dann füllen wir jetzt nochmal die Regale. Wie immer. Und dann ist quasi ja schon wieder ans Aufräumen. Und in den nächsten Tag. Noch Toast. So, hier ist voll. Jetzt noch Nudeln. Ja, aber ich habe ziemlich gut gehaushaltet. Also mit meinem Lager ist jetzt nicht so viel übrig geblieben. Das werde ich jetzt gleich frühs wieder anfangen zu überlegen, was ich wie oft kaufe. Ich wollte nicht an den Computer.
Ich glaube, so 1, 2 Tage würde ich jetzt noch mit der Produktpalette spielen und dann können wir uns ja mal anschauen, das mit dieser neuen Produktlizenz. Nudeln und Puderzucker. Nudeln und Puderzucker. Stand nicht da, das eine ist günstiger geworden? Oder gibt es hier noch anderen Puderzucker? Okay, wir brauchen einmal Öl, zweimal Toast. Zweimal Puderzucker, einmal Müsli. Zweimal Nudeln, zweimal Mehl. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die Kasse drehe, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Muss ich ja dann auch, wenn ich noch mehr Artikel habe, ja noch mehr Teillieferungen bestellen, weil ich immer bloß 10 Positionen auf einmal nehmen kann. Ist ja auch gemein, da muss ich jedes Mal wieder Versandkosten, also Lieferkosten zahlen. Ich fände es tatsächlich auch cool, wenn irgendwie an der Seite auch draufstehen würde. Was in den Kisten drin ist, weil hier, ich sehe es halt dann irgendwann kaum noch, wenn die Kisten hier so weit oben stehen, was da drin ist. Wird es reichen? Ja. So, guten Morgen. Kommen Sie gerne einkaufen. So, Rechnung. Ist das jetzt teurer geworden? Ja. Lag es daran, dass ich eher das Licht angemacht habe? Oder ist es einfach, weil wir mehr Umsatz gemacht haben und davon mehr Steuern zahlen müssen oder so? Weiß nicht so richtig. Ich habe schon über eine Stunde geöffnet und es kommt gerade mal der erste Kunde.
Kann ja auch nicht sein. Naja, immerhin hatte ich jetzt 3 Kunden in den ersten 2 Stunden. Aber die müssen jetzt auch alle arbeiten, ne? Die können ja jetzt gerade nicht einkaufen. Kommen dann wieder alle abends. Ich würde es gerne mal testen, was passiert, wenn ich die Leute nicht abkassiere, aber eigentlich will ich es auch nicht testen. Hat jemand von euch das Spiel gespielt und kann mir sagen, was passiert, wenn ich die Kunden nicht abkassiere? Die hat viel gekauft. Ich glaube, ich muss jetzt noch nichts auffüllen. Es geht noch. Könnt ihr die Nudeln und das Öl? Ah. Ist ja noch was da. Boah, das kann man doch nachfüllen. Bitte schön. Bitte schön. Haben wir auch gleich noch ein bisschen Mehl nachfüllen. Das ist gerade gar nicht mehr, was bisher der höchste Betrag war, was wir hier mal abkassiert haben. Puderzucker könnte ich mal nachfüllen. Das ist nicht Puderzucker. Das steht dort daneben. Fünfzehn, 70 zurück. Passend bezahlt. Wieder Licht anmachen. Nudeln.
frage mich die ganze Zeit, was man eigentlich mit den Sachen, die man hier bei mir kaufen kann, in Kombination tun könnte. Weshalb die immer wieder hier einkaufen kommen. Ich würde lieber woanders hingehen, wo ich einfach alles kriege. Ist der Tag gleich schon wieder rum? Nein, 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 da ist nicht Mehl hin. Stopp. Könnte ich die Preise noch höher ansetzen? Hat sich bisher noch niemand beschwert. So. Einmal Öl. Mehr nicht. Okay, dann ist der Tag jetzt ja aber auch schon wieder rum. Jetzt kommt das gleiche Spiel wie jedes Mal. Wir räumen wieder auf. Räumen ein. Füllen die Regale. Toast und Müsli war über. Ja. Gut. Haben wir immer 25 Kunden pro Tag bei der Ladengröße? Müsli. Ich hab gestern nicht aufgeräumt. Und die Folge ist schon wieder rum. Wo geht denn die Zeit hin? Aber ich habe ja gesagt, ne? Also ich spiele jetzt noch einen Tag mit der Produktpalette. Also dann morgen, in der morgigen Folge. Und dann schauen wir uns an, dass wir uns die nächste Produktlizenz kaufen. Und dann müssen wir hier wieder umsortieren. So, aber ich beende die Folge an dieser Stelle. In der morgigen Folge kaufen wir ein für diesen Tag, spielen den Tag und wie gesagt, dann schauen wir uns an, was uns die neue Produktlizenz so bringt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann gar nicht mehr sagen, außer danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gerne morgen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Beim Supermarket Simulator. Bis dahin, macht's gut!